Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch erstmal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary am Montag mit dem Retri. Wir haben keine Heiler, Alice auch nicht, das heißt, ich habe entsprechend meine Talente geändert, heiliges Ritual, Segen des Seraphim, hier Wort der Herrlichkeit, Richter des Lichts, Klinge des Zorns, damit ich entsprechend mehr HP habe und dann, ja. Okay gut, wir werden jetzt mal gucken, wo wir hingehen. Die Kollegen hier sind sich nicht so einig, wo wir hingehen, ob wir drei Türme nehmen oder ob wir zwei Türme und die Flagge holen. Ich denke, Zerg wird wahrscheinlich nicht winnbar sein. Gehen alle rüber. Dann gehe ich mal einfach mit. Ich denke, im Moment ist es jetzt, dadurch, dass ich jetzt nicht so unglaublich viel heilen kann, ist es wahrscheinlich besser, ich werde mit dem Zerg gehen. Das heißt, die Mitte ist es denn Alice. Wir sind jetzt hier, nehmen das Ding ein, dann wird es wahrscheinlich rüber gehen. Beziehungsweise, ja, jetzt gehen wir doch wieder mit. Das, okay, verstehe ich nicht. Warum hat man sich dann nicht gleich entsprechend aufgehört? Ne, ich laufe da nicht rüber. Außenrum kann ich jetzt laufen. Läuft, jupp. Wie viel sind da? Oh, das sind ein paar Hortler. Dann kann ich da definitiv hingehen und helfen. Das heißt, du kriegst erstmal einen Stun, Dispel, Freedom. Machen wir hier einen Stun. Nein, kann ich nicht mehr heilen. Das war zu viel Damage. Oder ist er down? Silver heilen. Wir gehen an den DK. Wir spammen nur Divine Storm. Weil alles andere macht dann wenig Sinn. Ist das ein Tank? Nein, das ist kein Tank. Können wir dich ja mal stunnen. Okay, alles safe soweit. Mal wieder ein bisschen heilen. Okay, da unten ist ein Shadow. Das ist ein Problem. Ne, den Shadow können wir nicht killen. Aber den Demon Hunter, der ist nämlich geslowt und stirbt jetzt. Ah, nice, ein Tisch, danke. Wollte ich gerade fragen. So. Das Thema da ist dann schon mal erledigt. Ist da drüben jetzt Ink? Chimera? Ne, kein Ink. Können wir mithelfen, den zu killen. Gut, ist tot. Ah, jetzt muss ich mich dran, aber jetzt habe ich nur ein Reitpferdchen. Das ist dann etwas ungewohnt. Da ich jetzt die ganze Zeit mit zwei gespielt habe. Was? DR-Ink. Hier ist ein Rogue. Ah, scheiße. Jetzt habe ich, kann noch rausholen. Dann gehe ich mal hier weiter. Den ignoriere ich einfach. Gehen zur DR rüber, vielleicht können wir noch irgendwie helfen. Ich weiß jetzt nicht. Nee, ich glaube, da kann ich nicht mehr helfen. Nein, es ist zu viel Alice. Zu viel Alice, ja. Nee, da gehe ich lieber nicht hin. Die haben auch die Flagge, das ist natürlich blöd. Die haben sie da drüben. Nein, Mensch, ich habe keinen Bock auf dich. Du wirst sterben. Jetzt erst recht. Kein Block, dann tot. Na, es war schlecht. Und tschüss. Auf Slow drauf. Ja. Jetzt kommen hier so ein paar Leute. Nein, kein Bock drauf. Wings. Den Paladin, den werden wir töten. Ich werde nämlich jetzt ein Inline. Alles dann. Divine Storm. Ja, Wall brauche ich jetzt hier nicht. Den Hammer. Stun ihn. Hat geslowt, haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn geslowt. Jetzt
Hexe heilen. HP aufbauen. Word of Glory. Oh, Jesus Maria. Mage mal ein, zwei Heals reindrücken. Mir ein, zwei Heals reindrücken. Jetzt muss ich recken. Hui. Sorry, Mage, ich muss mich heilen. Das geslowt. Tja, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Das Totem ist weg. Nice, dann reck ich wieder. Das Problem ist, wenn die alles die ganze Zeit die Flagge holen, wird es natürlich schwierig, ne? Da ist jetzt. Da wird gleich Ink sein. Ich bin aber jetzt noch hier. Rope, der hier wird sterben. Was dann hier? Na komm, verloren. Oh, jetzt sterben sie alle, jetzt habe ich die Wings ab. Dann wollte ich irgendwie heilen. Also irgendwie Shadows dann. Mage. Das ist eine Pop für mich, kein Problem. Der ist geslowt. Er wird doch jetzt sterben. Mal ihn heilen. Uiuiuiui. Das ist mich selber. Schon so mal oben. Ja, da kann man nicht viel machen, ne? Ah, den Demon-Hunter, komm mal. Nee. Das ist zu viel. Jetzt aber wieder. Shield of Vengeance ist ab. Ja, das ist zu viel. Paladin hier. Nee, ich gehe da weg. Der hat Stormkeeper ab. Ja, ne. Oh, dumm halt. Jetzt muss ich warten, bis ich was zum Heilen hab. Also Mana. tschüss. Ah, die Bubble raus. Leckt der oder was? Ja, Demon Hunter ist geslowt. Das ist zu viel Damage, das kann ich nicht heilen. Legt mich am Emmel, mein Freund. Hui. Sieht nicht gut aus. Wenn die wirklich die ganze Zeit nicht die Flagge holen, sehen wir alt aus. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Ja. Da ist nichts mehr zu machen. Der erste Tod. Was ist der erste? Der erste Tod, ja. Ich bin heilen wie bekloppt, aber. Da hilft keiner mit. Komm, den kriegen wir aber. Bis dann. So. Alter Schwede. Jetzt halte ich mich erstmal voll. Und dann reg ich erstmal. Ja, die holen die ganze Zeit die Flagge.
Aber das, was soll man machen? Ist, ich weiß nicht, mal gerade gucken. Was ist denn an der Heilung hier? Da ist... Schamig, ich weiß nicht, ob der auch andere heilt hier, die... Keine Ahnung, also scheinbar die machen nicht mal Schaden. Die machen irgendwie nichts gefühlt. Das ist klar, das, ne? Wo ist denn jetzt der Schamane hin? Ja. Na ja, komm raus. Ach, ernsthaft. Können wir die hier wieder heilen? Da, 1, 2 raus. Freedom. Stun ihn. Down. So, jetzt brauchen wir 3 HP, dann können wir wieder gescheit was heilen. Ist dann. Das ist echt grauenhaft. Na, komm her. Gut. Ja. Was hat mich eigentlich jetzt genau gekillt? Na, das war der Hexer. Leerende Option. Ne, das war der Shadow. Oder? Ja, das Ding ist dann gleich gegessen. Was soll man machen? So ist das halt. Das ist wirklich null, kein Heiler im Spiel. Der Einzige, der aktiv heilt, bin ich. So, ein Shadow Stun mir. Heil den Hexer schnell. Ja, da ist das Spiel vorbei, ihr seht's. 87 Mille geheilt. Der nächste ist ein Monk. Haben die einen Heiler? Nein, das ist ein WW-Monk. Tja, komm, wir gucken uns das mal wirklich gerade an. Also ich habe Aktivgeil, das habt ihr ja gesehen. DK kann nur sich heilen, Hexer auch. Danach kommt ein Schamane, da weiß ich's nicht. Wir können ja mal gucken. Gewirkte Heilung. So, und wie viel? Er hat nur sich geheilt. Ja, er hat nur sich geheilt. Das ist kein Vorwurf. Wir gucken mal gerade hier bei unserem Druiden. Der Druide hat fast nur sich geheilt. Der andere Paladin hat... Der hat schon andere geheilt, wobei das... Ja, kam eher passiv. Also wirklich aktiv geheilt hat keiner von uns. Na gut, damit muss man leben. Generell solltet ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, andere Mitspieler zu heilen und ihr habt so ein BG wie jetzt, seid so nett, nehmt alles, was wirklich supportet, was heilt. Und wenn es nur kleine Heilungen sind, wie bei mir richtig totales Licht mit 5, 6, 8k, macht das, es hilft eher. In diesem Sinne. Sodle, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss!